Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Purpur. Wie ihr seht, wir sind immer noch hier. Ich wollte ja hier meine Pokémon ein bisschen angleichen. Das heißt, alle die drei hier auf Level 27 bringen. Das machen wir folgendermaßen. Box? Nee, ich wollte gar nicht in die Box. Ich wollte einen Beutel. Wo ist es denn? Wo sind die denn hier? So. Wie viel machst du? 100. Wie viel machst du? 800. Okay. Oh! Nanu, Wiesel entwickelt sich auch geil. Das heißt, es wird ein bisschen bulkier. Und es wird ein Builin. Glückwunsch. Mehr Wiesel. Nein! Ach, man findet es öfters in den Häfen. Also, es ist, willst du was lernen? Nö. Okay, ich gebe Yadi mal das Große. Ich habe jetzt nicht gesehen. 10.000 sind das. Was? Die macht gleich zwei Level. Als ob, das war jetzt aber nicht so geplant, du. Ein Eschern. Was ist denn ein Eschern? 60. So, das war jetzt ehrlich gesagt nicht so geplant. Es tut mir leid. So, das braucht, glaube ich, noch einmal. Und du kriegst auch mal zwei. Und dann kriegt jeder von euch nochmal so zwei. Knappe Kiste. Aber es funktioniert. Denn abgesehen jetzt von Yadi sind sie denn halt alle auf Dings. Okay. Wer kann denn das ahnen? Dass die so weit. Dass das so viel wird auf einmal. Okay. Ding, ding. Möchtest du Team Star mit den ersten drei Pokémon aus deinem Team herausfordern? Moment. Die ersten drei sind. Ja, die hat aber nur Dings. Ich muss Spatz nach vorne holen. Ich muss leider mit Spatz kämpfen. Das heißt, Spatz muss auch nochmal ein Level aufsteigen. Damit es Level 27 wird. Ich kann mit Lilly nicht angreifen, weil Lilly ist halt Gras-Typ. Das bringt mir nichts. Die wird eingeäschert. Ich kann mit Cheerleader nicht angreifen, ankämpfen, weil Cheerleader ist Fee-Stahl. Und Stahl ist schwach gegen, gegen Feuer. Ja, die hat leider jetzt nur Feuerattacken drauf. Das bringt mir jetzt halt nichts, ne? Weil sie, wir kämpfen wahrscheinlich gegen Feuer-Pokémon und Feuer gegen Feuer ist schwachsinnig. Spatz hat auf jeden Fall Riecht, kurz gucken. Zwei Attacken. Okay. Habe ich nicht noch irgendwie im Beutel noch irgendwie so voll die krassen DMs? Phantomkraft. Rückenwind, Lichtkanone, Strauchler, Elektroball. Weißer Lern. Schaufler ist eigentlich voll gut, ne? Aber nee. Windschnitt. Ah, ich mag Windschnitt nicht so. Ich mag das nicht, wenn die nur so ein paar haben. Donnerzahn. Genau, die müssen schon Genauigkeit 100 haben, sonst bin ich unglücklich. Na gut. Die drei sind jetzt oben. Wir werden in erster Linie mit Builin kämpfen einfach. Ja. Und ich werde Builin jetzt auch erstmal ins Team nehmen. Ich habe geguckt, Flipper. Entwickelt sich zwar weiter, aber in so einem ganz, ganz, ganz komischen. Ich muss im Mehrspielermodus und dann ist mir das so blöd. Builin. Sei wachsam, Maika. Team Star hat seine Vorliebe für besondere Art von Kämpfen. Sie nennen den Kampf Star Wash.
Hierbei musst du mit der R-Taste mehrere Pokémon auf einmal zum Kämpfen losschicken. Leer. Wenn dein Pokémon schlapp machen, komm einfach zu mir. Ich mache sie wieder für dich fit. Oh, die Rüpel heilen ihre Pokémon anscheinend auch an irgendwelchen Automaten. Bleib auf der Hut. Piep. Aufgepasst, Leute. Wir haben einen Eindringling, der sich hoffnungslos überschätzt. Zeigen wir ihm, warum man sich besser nicht mit Team Star anlegt. Her gehört Eindringling. Wenn es dir gelingt, innerhalb von 10 Minuten 30 unserer Pokémon zu besiegen, gibt es sicher unser Boss vielleicht die Ehre und zeigt sich. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Wie soll ich das machen? Bei einem Starwash musst du durch Drücken der R-Taste Pokémon losschicken, innerhalb eines Zeitlimits eine bestimmte Anzahl an Pokémon von Team Star besiegen. Hierbei kannst du die drei Pokémon losschicken. Du erleidest eine Niederlage, wenn alle deine Pokémon besiegt wurden oder das Zeitlimit abgelaufen ist. Wenn ein Pokémon kampfunfähig geworden ist, kannst du seine KP am Automaten wieder auffüllen. Wenn du aufgeben möchtest, drücke den Y-Knopf. Okay. 10 Minuten. Wo sind denn hier Pokémon? Was denn? Achso. Ja, machst du? Machst du nicht? Ja, da fehlt noch einer. So. Schmeißt mal hin! Kamera, das wird gut. Haben sie es? Oh, Leute. Ja, kommt er? Macht er? Ende. Unser Schutzfall ist durchbrochen. Jetzt muss unser Boss auf den Plan treten. Kann ich wenigstens meine Pokémon noch mal vorher heilen? Irgendwie so? Ui! Schicke Karre. Ja, vielleicht auch nicht. Wird das jetzt immer so sein? Aber schickes Outfit. Du siehst böse aus. Ihr sah vom Team Boss Star, Team Star Fire Feuermitglieder. Kann ich mehr lesen. Du bist also die Pfeife, die sich unbedingt mit uns anlegen will. Ich habe keinen blassen Schimmer, was deine Gründe dafür sind. Aber ganz ehrlich, es interessiert mich auch im Dreheck. Du willst einen Kampf, also kriegst du einen Kampf. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Hier werde ich zeigen, was mit Leuten passiert, die sich mit uns anlegen. Kann ich nochmal heilen? Bevor ich jetzt auf dich zustürme? Nein. Okay. Team Isa fordert dich auf. Wie viel hast du denn? So als Frage. Wie viel hast du denn? Ich werde dein Feuer ausstampfen. Was? Wieso? Okay, so. Das ist sehr effektiv. Ja, habe ich gesehen. Der nächste Angriff wird deine Siegestrümmer zu Asche verkohlen lassen. Nicht sehr effektiv. Das war's für alle Rübel, die von dir gedemütigt wurden. Erzählst du jetzt nach jedem? Oh ja, ist verwirrt. Sehr geil. Hau dich selber, hau dich selber, hau dich selber! Ah ja,
Oh nein, ich brenne. Ich will es jetzt auch nicht leiden lassen. Vergiftung, Verbrennungen. Außerdem wirkt Sonntag, das sind auch ein bisschen blöd. Oh, ist nicht mehr verwirrt, das ist doch gemein. Nicht sehr effektiv. Und schon wieder die Verbrennung. Ja klar, das Vieh kriegt immer die Verbrennung oder was? Ja, das kann doch nicht wahr sein. Nicht Hyperheiler. Bisschen Top-Trank. Ich lass das jetzt, das ist mir zu doof. Ich meine, es wird doch Wasser. Ich wollte es eigentlich wirklich noch nicht einsetzen, aber das Ding macht mich wahnsinnig. So, geht doch. Kriegst noch eine Aquavelle hin. Dann kann ich dich nämlich gleich heilen. So. Bottle ist down. Na, Tatox. Was ist das denn? Ha, mein Feuer brennt immer noch lichterloh. Das ist das Auto? Terrangriff sinkt. Ja, ja. Verbrennung, ja, komm. Als ob. Temposchub. Hm. Oh, ey, du machst mich wahnsinnig. Blöde Ische. Komm jetzt. Sehr gut. Ich meine, ich habe ja noch zwei. Ah, Flinkklau, ich bin schneller. Edge, Badge. Kann ich wenigstens noch einmal einsetzen. Eine Verwirrung wäre auch sehr nice. Ich meine, es darf sich sehr gerne selber hauen, wenn es möchte. Blitzeturbo. Die Verbrennung schadet. Ja, ich weiß. Aber wir können ja trotzdem noch gegenheilen. Nee, 70 ist mir zu wenig. Aber wieso werden mir denn alle angezeigt? Nicht sehr effektiv, ja. Ich hasse diese Verbrennung, ne? Temposchub ist schon echt hart. Aber gut.
Komm, Aquarelle. Es ist im Roten Reich. Oh, ey, wie oft wirkt Temposchub, meine Fresse? Oh, überlebt einfach. Nein, er überlebt nicht. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Einwechseln. Ich würde Chaos Papa tatsächlich jetzt einbuddeln. Überlebst du es? Ja, überlebt. Oh, natürlich brennt er! Aber es ist doch dieses, das mit der Verbrennung, ne? Das tötet mich instant. Ich will, dass Wiesel überlebt. Ist mir egal, komm jetzt. Komm, Wiesel, mach's fertig. Wiesel hat eben gerade so einen guten Job gemacht, den kann Wiesel jetzt auch von mir aus die ganzen Dings eingreifen. Oh, das tut so weh. Dieser wurde vom Team wurde besiegt. Aber schicke Schuhe. Ich habe echt versagt. Das war's dann wohl. Ein Jahr und einige Monate zuvor. Fast hätte ich versagt. Das war echt eine knappe Kiste, aber ich habe es rechtzeitig geschafft. Willkommen zurück, ihr Sita. Ich habe dafür gesorgt, dass sich einige der Knabbern entwickelt haben. Damit dürfte der Energiemangel behoben sein und das Star-Mobil kann endlich losbrettern. Es ist vollbracht, nobler Otis. Aha, hinter deiner großen Klappe stecken also doch nicht nur leere Worte. Ach, halt den Rand. Ist das deiner Danke zu sagen? Niemand braucht deine unflüssigen Kommentare, du Nervensäge. Wow, Isa, das sagt genau die Richtige. Mit deinem losen Mundwerk und schlechten Benehmen hast du dich auch nicht gerade beliebt gemacht, oder? Da liegst du falsch, Otis. Die Mädchen an der Akademie haben Isa um ihre Schönheit beneidet und sie dafür schikaniert. Isa ist mit Absicht so schroff und nimmt kein Blatt vor den Mund, um dem entgegenzuwirken. Aber das führt wohl dazu, dass sie negativ auffiegen. Genug jetzt, Ryoba. Könntest du bitte aufhören, meine Lebensgeschichte herumzuposaunen? Jetzt chillt mal, Leute. Mal wieder, Leute. Es gibt Wichtiges zu tun, als uns hier zu zoffen. Bald ist es soweit. Stimmt, Operation Star, endlich. Sag, gibt es Kunde von unserem ehrwürdigen Big Boss? Ja, Big Boss hat all die Tyrannen dazu aufgerufen, sich auf dem Sportplatz zu versammeln. Unsere Zeit ist endlich gekommen. Ich bin so dermaßen aufgeregt. Ich brenne richtig drauf. Ich auch. Ja, ich brannte so sehr auf diesen Kampf. Doch jetzt ist meine Flamme erloschen. Das ist wohl dann das Ende. Dein Burulin hat dich echt reingehängt. Respekt. Du hast mich geschlagen. Hier, mein Teamorden. Und sei gefälligst stolz. Muss die mir so wehtun? Oh, und diese TM kannst du meinetwegen auch haben. Nitro-Lagen kann ich schon. Und noch was? Aber lass mich eines klarstellen. Ich gebe diesen Orden nicht dir, sondern Boelin. Und jetzt verschwinde. Du hast schließlich erreicht, wofür du gekommen bist.
Hey, du bist Irsa von Team Star, oder? Ich habe hier ein Pokémon, das ich gerne sehen würde. Wer bist du denn? Bon. Ein Knabon? Nein, du bist... Bonbon! Knalos, aber was machst du denn hier? Dieses Kärchen scheint hier zu sein, weil es nach dir gesucht hat. Bon. Knalos. Er scheint dich sehr gern zu haben. Als ich noch zur Akademie ging, habe ich jeden Tag mit ihm gespielt. Wenn ich das Flackern seiner Flamme sehe, weiß ich irgendwie genau, was es denkt. Ich frage mich, was in Knalos vorging, als er sich auf den Weg hierher gemacht hat. Bonbon! Bonbon! Knalos. Mir scheint also, Knalos, dass du zurückkommst. Halt einfach den Mund. Stimmt es, dass Team Star in seinen Verstecken einen Angriff auf die Akademie plant? So ein Gerücht macht also jetzt die Runde? Dann wird an der Akademie ja noch genauso viel Stuss verbreitet wie damals. Fantastisch. Und was war das vorhin für ein modifiziertes Auto, mit dem du rumgefahren bist? Das war das Star-Mobil. Wir haben es vor langer Zeit für einen großen Kampf gebaut. Aber richtig, zum Einsatz kam es erst vorhin im Kampf gegen euch zum ersten Mal. Ihr habt euch noch nie zuvor verwendet? Und von was für einen großen Kampf sprichst du? Hast du schon mal von der Operation Star gehört? Operation Star? Nein, Operation Stardust? Ja, nein, das ist mir kein Begriff. Ach, ihr wisst also nichts davon. Die Erinnerungen daran sind für uns von Team Star so kostbar wie ein Schatz. Oh Gott. Bin ich jetzt raus? Ring, ring. Maika, Irsa hat dir den Team-Orden gegeben und damit ihren Boss-Status abgelegt, oder? Hm, verstehe. Ohne ihren Boss ist der Shidia-Plan Shidia-Bande geliefert. Irsa? Entschuldige, ich war kurz in Gedanken versunken. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP auf dein Handy übertragen. Wow, ganze 5000. Wow. Ich war so frei, die Auswahl an TMs zu erweitern, die du an der TM-Maschine herstellen kannst. Die neuen TMs sollten dir dabei helfen, deine Pokémon noch stärker zu machen. Aber das ist noch nicht alles. Da gibt es wirklich gute Arbeit geleistet hast, gibt es eine extra Belohnung. Ich werde jemanden von Versorgungstrupp bitten, dir einige Materialien für die Herstellung von TMs vorzubringen. Okay. Bist du der Versorgungstrupp? Hallo? Ich bin Cosima vom Versorgungstrupp. Wahrscheinlich erinnerst du dich nicht an mich, aber du hast mir mal vor der Akademie aus der Klemme geholfen. Klar. Oh, ich hätte nicht gedacht. Jedenfalls helfe ich für die Projektarbeit hier aus, als Teil meiner Schatzsuche also. Da ich mich mit Technik auskenne und als Hackerin was drauf habe, arbeite ich eher hinter den Kulissen. Hier, die zusätzliche Belohnung von Cassiopeia. Damit solltest du einige TMs herstellen können. Cassiopeia meinte, dass du jedes Mal eine Belohnung bekommst, wenn du ein Versteck von Team Star eroberst und so das Team kleiner wird. Es ist echt beeindruckend gewesen sein, wie du deine Pokémon in den Kampf geschickt hast. Dank deiner Stärke wird Operation Stardust sicher von Erfolg gekrönt sein. 4 Bosse sind noch übrig, dann mal viel Erfolg. Winke, winke. So, als erstes werden wir uns hierhin begeben. Also das wird unser nächster Zielort sein. Das heißt, ich muss hier so ein bisschen lang. Oi, oi, oi. Wollen wir das hier zusammen erkunden? Nee, ne? Ich meine, da komme ich auch gar nicht hoch. Lol. Das können wir uns ein bisschen angucken. Und dann... Komm, wir machen mal... Nee, wir machen hier Schrittchen für Schrittchen. Erst das. Und dann gehen wir hier hin. Ich weiß noch nicht, ob wir uns die Stadt direkt angucken oder erst, wenn ich hier die alte mache. Aber als erstes möchte ich tatsächlich ganz gerne hier lang. Quer durch die Stadt. Dann hier rum. Ich möchte ganz gerne hier in diese Stadt, weil da kriege ich dieses eine Item, womit sich Yaddy entwickelt. Der Stahlohren. Und das möchte ich tatsächlich ganz gerne machen. Ich möchte ganz gern picknicken. Hier kann ich doch bestimmt picknicken.
Ihr Süßen, spielt mal ein bisschen. Hier fehlt auch einer. Wo ist Chaos, Papa? War nicht dabei. Tischtuch. Ah, okay. Muss ich mich kein Sandwich vorzubereiten? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich meine, das eine hatten wir schon, ne? Ich will aber keinen Käfer. Feuer will ich auch nicht. Obwohl, komm, wir machen das. Das Dessert-Sandwich. Ein schlichter Pizza, die als Essen beten, okay. Ich habe keine Ahnung. Okay, die Soße machen wir aber schon alleine drauf. Jetzt mache ich hier die Äpfel drauf. Muss ich alle drei drauf tun? Als ob. Wer will das denn essen? Flip. Sieht sehr gut aus. Appetit. Ich hoffe, dass Chaos Papa jetzt auch was davon abgekriegt hat. Kann ich die Animation irgendwie wegmachen? Ah ja, da ist er. So, ich weiß zwar nicht, wie das schmecken soll, aber okay. Dessert Sandwich. Dann beenden wir das mal. Alle haben 100 gekriegt. Ja, und denen geht's auch wieder gut. Bewegen, du kommst mal runter. Bewegen, du kommst hier hin. Obwohl das eigentlich sehr wichtig wäre, aber okay. Ich will die halt so ein bisschen sortieren. Die sind ja jetzt alle wieder levelnah dran. Das heißt, ich kann jetzt mit den vier, mit den fünf jetzt wieder kämpfen. Das ist ja unser Team erstmal. Nur Spatz wird noch ausgewechselt. Ich hätte ganz gern tatsächlich einen Drachentypen. Da ist das Schweinchen. Wo muss ich hin? Da lang. Hier sind viele Bambis. Noch eine Sau. Hier ist es dunkel. Eine Meise haben wir schon. Da geht's hin. War da gerade ein Pokémon? Ne? Ah, okay. Kann ich da nochmal so rein? Oh cool, ich kann hier wirklich rein.
Wieso kann ich das? Ich dachte, hier wäre irgendwie ein Item oder so. Also hier ist ein Item. Ein Feuerheiler. Ja, super. Damit kaufe ich mir was. Also hier ist überall, wo man hätte hingehen können, so, ne? Da kann ich nochmal hoch. Alles mal ein bisschen erkunden, ne? Wir wissen nicht, wo hier was am Ende ist. Aber hier scheint nichts zu sein, einfach. Geronimo! Feuerzahn. Aber das, ne, dass mich immer wieder diese Verbrennung gecatcht hat, ne, das ist so ärgerlich einfach. Das ist so manchmal so das Gefühl, dass ich nie Glück habe, sondern ich immer die Verbrennung abkriege. Ob ich will oder nicht. Und das ist manchmal so nervtötend, das so gefühlt, wenn ihr gegen Gegner kämpft, da zieht das immer mit der Verbrennung. Ne, dass wenn ihr so sagen wollt, ja, hier, komm, ne, verbrenn mal. Bei einem selber, wenn man die Attacke einsetzt, nie funktioniert. Man hat das ja gesehen, die Verwirrung hielt ja jetzt nicht wirklich lang. Aber... Ne, der hat ja mit seinem Hitzekoller da, oder Hitzo-Turbo oder was das auch immer das war, der hat mich ja immer gecatcht. Da hatte ich ja überhaupt keine Chance gefühlt. Wow. Oh nein. Direkt ruf. Ah ja. Na gut. Ich hab den leicht angeditscht mit meinem Auto. Ah, hier ist wieder ein Trainerkampf. Okay. Wir gucken uns ganz kurz das... Oh, Nuggets ist immer gut. Und deshalb, weil ich gerade pleite bin. Ach, ein Flummelufter. Habe ich, glaube ich, schon, oder? Wo ist denn das runde Pelzige? Ich glaube, das war so eins der ersten, die ich gefangen habe. Ja, da ist es. Fluffelig habe ich es genannt. Ich würde jetzt aber den Part hier beenden. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Im nächsten Part werden wir Folgendes machen. Im nächsten Part werden wir zusammen das hier erkunden, uns nochmal hier die Welt angucken. Und dann werden wir hier uns das angucken. Also wir werden sehr viel jetzt in den nächsten Parts erkunden, das was geht. Dann werden wir ganz kurz hier in die Stadt reinlucken. Hier in den Klamottenladen. Ne? Wir werden nicht die Arena machen, dann werden wir hier so rüber. Oh, hier gibt es noch mehr Klamottenläden. Wow. Okay. Ne, werden uns die Läden kurz hier angucken. Und dann werden wir uns schnurstracks auch so ein bisschen, ohne jetzt hier groß zu erkunden, das möchte ich jetzt ungern machen, schnurstracks sind dahin begeben per Straße. Versuchen hier irgendwie das Item zu finden für Yadi. Und dann sehen wir weiter. Das ist jetzt erstmal so der gröbste Plan. Wahrscheinlich werde ich dann, sobald Yadi entwickelt ist, den Herrscher herausfordern. Und dann schauen wir mal, was es da noch so gibt, ne? Weil hier ist ja denn noch ein Dude, ne? Und da ist ein Dude. Der ist Gift. Und dann müssen wir mal gucken. Irgendwann müssen wir auch mal auch weiter an die Arenen denken. Ne, das war, wenn wir vielleicht hier das gemacht haben und den Herrscher gemacht haben, dass ich denn die Elektro-Arena mache. Da muss man dann halt gucken. 1, 2, 3, 4. Ist das jetzt nach der Zahl, die ich das gemacht habe? Okay. Ne, dann machen wir den Herrscher, dann machen wir vielleicht die Elektro-Tante.
Weil durch Schaufel habe ich eigentlich ganz gute Chancen. Und ich habe jetzt auch keins, abgesehen von Wiesel, ist auch keiner wirklich so schwach gegen Elektro. Dann könnten wir vielleicht die zweimal herausfordern. Und dann schauen wir mal weiter. Gut, ich sage aber auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.